Ja, ich habe jetzt auf unserer VIP-Bühne den Herrn Bock, Sebastian Bock, Leiter des Businessplan-Wettbewerbs Nordbayern. Und unser Thema ist heute Ingenieure als Startup-Gründer. Sie waren bestimmt schon in der Nachbarhalle, wo die Startups zugange sind. Wie viele sind gerade auf der Embedded dieses Jahr? Also wir haben so um die 40 Startups, die ausstellen hier auf der Embedded in der Startup-Area gleich hier ums Eck. Die kommen wirklich überall her, also von Norwegen, Schweden, Kanada, USA, also wirklich sehr international und auch wirklich Top-Unternehmen mit dabei. Mhm. Sind auch Bekannte dabei aus Ihrem Businessplan-Wettbewerb? Ja, also ein bekanntes Unternehmen ist Tacterion. Die sind aus Münchner Gegend und die waren auch bei uns schon in der Betreuung. Ist ein sehr erfolgreiches Unternehmen im Bereich Sensorik. Ja. Welche Vorteile hat man denn eigentlich, beziehungsweise was machen Sie eigentlich als Bystartup, als Businessplan-Wettbewerb innerhalb von Bystartup genau? Also welche Hilfestellung kann man bei Ihnen erwarten? Also bei uns ist es so, dass Gründer, die gerade im Businessplan schreiben, ihren Plan einreichen können. Die erhalten dann schriftliches Feedback von unserer Jury. Das sind alles ehrenamtliche Juroren, erfahrene Unternehmer, die ihr Wissen weitergeben wollen, auch Investoren. Und können dann die Gründer mit diesem Feedback eben ihren Businessplan verbessern und genau so ein komplettes Geschäftskonzept eben aufstellen. Wir bieten auch parallel noch Workshops an, die sind kostenfrei für die Gründer in ganz Bayern, also nicht nur in Nordbayern, auch in Südbayern. Da kann man als Gründer vorbeischauen, sich anhören, worum geht es eigentlich beim Businessplan, und so versuchen wir halt die Gründer umfangreich zu unterstützen. Ab welchem Stadium kann man sich denn bei Ihnen melden? Schon von der ersten Idee oder sollte die schon ein bisschen entwickelt sein? Also es geht bei uns wirklich mit der ersten Idee los. Anschließend muss man in der Regel einen Businessplan erstellen und dann ist man eigentlich bei uns genau an der richtigen Stelle. Das heißt, jeder, der eine erste Idee hat, kann sehr gerne zu uns Kontakt aufnehmen und auch beim Businessplan-Wettbewerb mitmachen. Und wie man einen Businessplan schreibt, das lerne ich bei Ihnen. Genau. Genau, okay. Wie lange arbeiten Sie so mit Gründern zusammen? Also wenn die bei Ihnen teilnehmen, was sind das für Zeitspannen und wann sind diese quasi erwachsen und werden entlassen? Sehr gute Frage. Also ab der ersten Idee, teilweise noch vor der Gründung selbst, und dann bis zu 5 Jahre, sagt man, ist ein Unternehmen Startup vom zeitlichen Rahmen. Aber da es uns ja auch schon länger gibt, Businessplan-Wettbewerb Nordbayern jetzt seit über 20 Jahren, haben wir natürlich auch Kontakt zu den ganzen Unternehmen, die da eben erfolgreich rausgekommen sind. Das sind dann eben auch namhafte Unternehmen dabei, die es schon mehrere Jahre natürlich auch gibt. Ist das manchmal ein Vorteil? Auch dieses Netzwerk, kann man das nutzen? Oder andere Frage, halten Sie diese Unternehmen vernetzt? Absolut. Also unsere Aufgabe ist es ja auch, ein Netzwerk zu schaffen, Austausch zu schaffen zwischen verschiedenen Parteien in der Gründerszene. Wir haben da auch eine große Veranstaltung, nennt sich Startup Demo Night, ist ähnlich wie die Messe hier, wo Startups ihre Produkte vorstellen können. Findet jeweils 2-mal in München und 2-mal in Nordbayern, in Nürnberg statt im Jahr. Nächste Woche am Mittwoch ist wieder Demo Night mit auch so um die 40 Ausstellern. Und da können eben wirklich alle vorbeikommen, sich austauschen, netzwerken. Und da versuchen wir halt auch, dieses Netzwerk den Leuten zur Verfügung zu stellen. Wie weiß ich eigentlich, ob ich eine gute Geschäftsidee habe? Ja, also so ein Businessplan, der kommt ja danach. Was sollte da drin sein in diesem Businessplan? Also ist da wie kann ich mir das vorstellen, so als Nichtgründer? Also ein Businessplan ist wirklich ein umfassendes Konzept und zeigt die Planung der nächsten 3 bis 5 Jahre des Unternehmens. Also da sind Dinge drin wie Marketing und Vertrieb, Geschäftsmodell, die Finanzplanung des Unternehmens, Produktbeschreibung und so weiter. Das heißt, ein Leser kann sich durch einen Businessplan ein umfangreiches Bild vom Unternehmen machen. Allerdings muss er das natürlich auch verstehen. Das heißt, ein guter Businessplan ist verständlich geschrieben und übersichtlich, gut strukturiert, und ein Leser, also auch ein Laie, versteht danach, was macht das Unternehmen. Okay. Unter welchen Voraussetzungen wird heute ein Startup eigentlich erfolgreich?
Also es braucht natürlich die richtigen Leute dazu, ein Gründerteam, wo nicht nur Techniker vertreten sind, sondern auch Kaufleute, kaufmännisch erfahrene Leute. Dann braucht es natürlich die richtige Finanzierung. Also ohne Kapital kann man kein Unternehmen erfolgreich machen. Sei es jetzt durch das Geld der Gründer selbst, durch Fördermöglichkeiten oder eben auch durch einen Investor, der damit einsteigt. Und oft sind es ja die Gründer, die die technische Idee hatten. Bleiben die dann auch immer oder werden die irgendwann ersetzt durch eher kaufmännische Führungskräfte? Also Ziel ist es schon, dass die Personen, die das Unternehmen gegründet haben, langfristig im Unternehmen bleiben und da dann eben auch das Know-how behalten und auch Anteile an dem Unternehmen halten, weil die natürlich die Ersten waren, die das Ganze umgesetzt haben. Und bei denen versucht man, die natürlich langfristig auch zu motivieren. Nichtsdestotrotz holt man sich speziell in späteren Phasen dann auch andere Personen noch hinzu, die dann eben kaufmännisch noch unterstützen. Ja. Wenn ich jetzt einen Businessplan geschrieben habe, heißt es ja noch nicht, dass ich Finanzierung bekomme. Das ist ja auch eine Herausforderung und nicht immer ganz einfach. Sie sind ja auch Gründercoach, aber auch Finanzierungsspezialist. Wann hat man als Gründer Chance auf Finanzierung und wann eher nicht? Also bei den Gründern ist immer sehr wichtig die Technik. Die ist auch extrem wichtig. Also ist es was Innovatives, vielleicht durch ein Patent geschützt. Das ist auf jeden Fall ein Erfolgsfaktor für eine Finanzierung in unserem Bereich. Aber was auch sehr wichtig ist, ist das Thema Vertrieb. Also wie erreiche ich meine Kunden, wie kann ich Geld verdienen? Und wie entwickelt sich das Unternehmen in Zukunft? Also Startups sind dadurch gekennzeichnet, dass sie stark wachsen. So ein Unternehmen ist dann auch für Investoren interessant oder für jemanden, der eine Finanzierung bereitstellt. Das heißt, man sollte ein Unternehmen präsentieren können, was zum einen innovativ ist, aber auch versteht, wie erreiche ich die Kunden und wie kann ich nachhaltig wachsen. Früher war es immer ein Problem, Anschubfinanzierung zu bekommen, also die Erstrundenfinanzierung war nicht einfach, sind dann oft Business Angels eingesprungen und mittlerweile gibt es auch öffentliche Fördertöpfe im größeren Maß. Also welche Arten von Finanzierung gibt es überhaupt? Auf welche Arten von Finanzierung kann ich als Startup zurückgreifen? Also es gibt verschiedene Arten der Finanzierung. Zu Beginn können Fördermittel die richtige Art der Finanzierung sein. Da gibt es gewisse Programme, die speziell für Hochschulgründungen geeignet sind. Wie heißen die? Welche sind das? Zum Beispiel das Exist Gründerstipendium, Exist Forschungstransfer, Flüggeprogramm, Startzuschuss. Also da gibt es wirklich eine große Auswahl für die Gründer. Und zu einem späteren Zeitpunkt kommt dann eben auch Eigenkapitalfinanzierung ins Spiel, sprich ein Business Angel oder auch ein klassischer Venture Capital Geber. Mhm. Fließt das Geld heute leichter? Also jetzt zum Beispiel Focus Embedded. Ist es schwer oder leicht, Unternehmensfinanzierung zu bekommen? Also man muss sagen, es ist nicht leicht. Mhm. Speziell die erste Finanzierungsrunde ist die schwerste. Danach wird es auch nicht leichter wirklich, sondern es ist eine anspruchsvolle Aufgabe, sich eine Finanzierung zu suchen, die auch zu einem passt. Aber es gibt viele Investoren bei uns, die auch bereit sind, Gründer zu unterstützen. Und von daher sind die Chancen eigentlich recht gut, mit einem guten Unternehmen auch eine Finanzierung zu erhalten. Können Sie die unterschiedlichen Finanzierungsarten vielleicht mal kurz darstellen, die es gibt und Vor- und Nachteile nennen? Also ich denke zum Beispiel an Corporate Venture Capital, wenn eine Firma wie Infineon zum Beispiel Geld gibt für Startups, im Unterschied zu dem klassischen VC und dann eben öffentliche Fördertöpfe, wie jetzt Exist zum Beispiel. Ja, also öffentliche Fördertöpfe kommen meist sehr früh ins Spiel, noch vor der Gründung, sind sehr günstige Finanzierungen. Später geht es dann um Venture Capital, wo eben auch Anteile in der Regel verlangt werden am Unternehmen. Das heißt, eine eher teurere Finanzierungsform. Man muss immer schauen, wo steht das Unternehmen und was braucht das Unternehmen, um erfolgreich zu sein. Und da kommt man im Startup-Bereich eigentlich nicht um eine
Eigenkapitalfinanzierung, Venture Capital herum. Und diese Corporate VCs, die es ja auch gibt, können durchaus auch eine gute Möglichkeit sein, um das Unternehmen zu finanzieren. Mhm. Es gibt auch öffentliche Förderprogramme, zum Beispiel auf EU-Ebene. Wie kommt man da dran und muss man da vielleicht das ein oder andere Mal die Geschäftsidee vielleicht ein bisschen tunen in die Richtung, dass es auf den Fördertopf passt? Haben Sie da Erfahrung? Also ich kann eigentlich nicht empfehlen, eine Idee zu verändern, nur um Fördermitteln gerecht zu werden. Mhm. Wenn man an seine Idee glaubt, dann findet man auch eine passende Finanzierung. Mhm. Man muss sich natürlich genau anschauen, was wird verlangt, sowohl von den Fördermittelgebern als auch von den Investoren. Da kann man dann schon noch ein bisschen Feintuning machen, um die Chancen zu erhöhen, eine Finanzierung zu bekommen. Also ich frage auch deswegen, weil es gibt ja sogenannte Fördermittelberater und die sowas machen, also eine Idee ein Stück weit verändern, dass sie auf bestimmte Programme passt. Würden Sie jetzt nicht empfehlen? Also verändern wage ich zu bezweifeln. Ich denke, die helfen einem eher, den Antrag richtig auszufüllen, worauf zu achten ist und einem Tipps zu geben, was man vielleicht besser machen könnte. Also ich denke, die Grundidee bleibt in den meisten Fällen gleich. Und wie gesagt, das Feintuning entscheidet dann in der Regel darüber, ob man Mittel bekommt oder nicht. Und da können solche Berater natürlich einiges weiterhelfen. Haben Sie da Kontakte? Also kriegt man die über Buystartup, solche Kontakte zu Fördermittelberatern? Oder machen Sie sowas selbst? Also wir machen das nicht selbst. Wir haben natürlich Kontakt zu den wichtigen Institutionen in dem Bereich. Unser Feld ist wirklich die Eigenkapitalfinanzierung mit Business Angeln oder anderen Investoren. Aber bei uns im Netzwerk und speziell hier in Bayern gibt es natürlich Ansprechpartner, die einem da auch weiterhelfen. Okay. Gibt es eigentlich spezielle Töpfe jetzt für unseren Bereich hier, Embedded oder IoT? Das ist eine gute Frage, ob es dafür spezielle Fördermitteltöpfe gibt. Ich bin sicher, dass viele der Technologien hier förderfähig sind. Meistens ist die Förderfähigkeit jedoch auch ans Bundesland beispielsweise geknüpft. Das heißt, ein Unternehmen, was konkret hier aus der Region kommt, aus Deutschland kommt, sollte sich auf jeden Fall informieren, ob es eine Förderung hier von Bund oder vom Wirtschaftsministerium oder sonst wo gibt. Wo geht man denn da drauf? Gibt es da irgendwelche Online-Infos? Oder wo recherchiert man da nach Fördermitteln? Es gibt eine gute Datenbank, nennt sich Förderdatenbank, also ist die Fördermitteldatenbank, wo man auch Filter setzen kann, das heißt, welche Branche, welches Bundesland, welcher Bereich, und dann werden einem die jeweiligen Fördermittel angezeigt. Also es ist wie eine Suchmaschine für Fördermittel. Okay. Und so spezialisierte Partner, VCs oder Business Angel, die in dem Bereich embedded tätig sind, gibt es die in Ihrem Netzwerk? Also speziell im Softwarebereich gibt es natürlich einige Investoren, bei uns Hardware genauso. Dazu muss man natürlich sagen, dass wir branchenoffen sind, sowohl bei den Startups als auch natürlich bei den Investoren. Man kann jedoch sagen, dass viele Investoren speziell den Industriebereich spannend finden, IoT, also die Bereiche, die auch hier bei der Embedded World wichtig sind. Das heißt, für die meisten Startups, die hier ausstellen, gibt es sicherlich Investoren, die sowas spannend finden können. Okay. Welche Fehler werden denn immer wieder gemacht oder umgekehrt? Was raten Sie, damit bestimmte Fehler nicht wiederholt werden oder nicht gemacht werden? Was sind so typische Fehler, die Gründer machen? Also ein Fehler, der sehr früh passiert, ist zu spät auf den Kunden zuzugehen. Es wird sehr lange an einem Produkt entwickelt und erst kurz vor Ende der Produktion oder der Entwicklung geht man auf den Kunden zu und fragt, ob er das Produkt eigentlich braucht. Was kann man machen? Möglichst früh auf den Kunden zugehen, schauen, hat er das Bedürfnis wirklich, hat er ein Problem, was ich lösen kann. Das ist so ein typischer Fehler. Und ein Problem, was oftmals besteht, ist, dass man
alleine startet, da kann ich nur empfehlen, sich weitere Mitgründer zu suchen, die auch andere Kompetenzen vielleicht mitbringen, Erfahrung mitbringen, um dann halt als Team gemeinsam erfolgreich zu sein. Kann man denn solche Mitgründer bei Ihnen finden im Netzwerk? Also wir haben jetzt keine Datenbank wie eine Jobvermittlung, wo jetzt alle Mitgründer und Suchenden drinstehen. Aber bei unseren Events kann man sowohl auf die Startups zugehen, sich da mal austauschen, andere Personen kennenlernen. Und so schaffen wir halt auch eine Plattform, wo sich potenzielle Mitgründer eben untereinander vernetzen und kennenlernen können. Okay. Ja, jetzt haben wir ja gesagt, wir wollen auch mal das Thema Ingenieure als Gründer beleuchten. Was würden Sie sagen, gibt es Gründertypen, die es leichter haben? Oder umgekehrt gefragt, was muss man als Ingenieur mitbringen, um erfolgreich gründen zu können? Also die Technikbegeisterung setze ich mal voraus, aber was braucht es noch? Also dazu vielleicht nochmal das Thema Gründerteam. In der Regel hat man in einem Gründerteam sowohl kaufmännische Kompetenzen als auch technische. Ein Ingenieur würde dann höchstwahrscheinlich eher die technischen mitbringen und sich dann einen Mitgründer suchen, der beispielsweise den Vertrieb abdeckt, Investorengewinnung und andere Themen. Man muss nicht alles können. Wenn man in einem Bereich besonders stark ist, spezialisiert ist, ist das super. Empfehlung da wieder, andere Leute mit ins Boot nehmen, die einen ergänzen und auch gewisse Arbeitsschritte abnehmen können. Also wenn man eher der technisch orientierte Typ ist und nicht so mit Vertriebs nicht so am Hut hat, dann eventuell da jemanden dazu nehmen, der das abdeckt. Absolut. Ansonsten abnehmen im Gründerteam ist so eine Sache, weil natürlich viel Arbeit anfällt. Und den Vertrieb müssen in den ersten Jahren die Gründer selbst übernehmen. Das heißt, die kennen sich am besten mit dem Produkt aus. Ein Ingenieur, der ein Produkt entwickelt hat, kennt jedes Detail. Und da bietet es sich natürlich an, dass derjenige dann auch den Vertrieb übernimmt. Auch wenn er jetzt vielleicht nicht der geborene Vertriebler ist, man kann viele Dinge lernen und da einfach sich weiterentwickeln, unternehmerisch tätig werden und ansonsten Leute mit ins Boot nehmen, die einen da unterstützen. Ja. Jetzt war es eigentlich in der Vergangenheit oft so, dass so ein bisschen gejammert wurde, dass Deutschland kein Gründerland sei. Und der aktuelle Arbeitsmarkt für Ingenieure tut ja auch ein Übriges. Also das heißt, dass viele das Gründen gar nicht in Betracht ziehen, weil sie sowieso die freie Auswahl haben an tollen Arbeitgebern, wo sie auch gute Jobs finden. Würden Sie das bestätigen? Ist das der aktuelle Arbeitsmarkt für Ingenieure möglicherweise ein Hindernis für Gründer oder fürs Gründerland Deutschland? Oder sehen Sie das anders? Wir haben ja auch gerade festgestellt, dass bei Weitem nicht nur junge Menschen gründen. Ja, also was wir so sehen hier in Bayern ist, dass es kontinuierlich gute neue Startups gibt, die tolle Ideen haben, tolle Produkte. Von daher gibt es, denke ich, super Möglichkeiten, was Eigenes zu starten. Es ist halt auch eine sehr persönliche Entscheidung, ob man eher in ein etabliertes Unternehmen geht oder selbst was aufbaut. Es sind unterschiedliche Wege. Ich kann nur jeden ermutigen, der darüber nachdenkt, den Weg mal auszuprobieren, sich mal mit Startups zu beschäftigen. Wie arbeiten die? Was kann ich dort bewegen? Und sich dann für einen Weg vielleicht mal entscheiden oder die unterschiedlichen Möglichkeiten auch mal erstmal abzuschätzen. Der Weg zurück ist ja auch nicht verbaut. Ganz im Gegenteil. Also Erfahrung ist viel Geld wert und die Erfahrung, die man in einem Startup bekommt, kriegt man eigentlich nirgendwo sonst. Deswegen ist es eigentlich ein sehr spannender Weg, auch für Absolventen in die Richtung zu gehen, aber auch für erfahrene Personen, die jetzt in der Wirtschaft schon lange gearbeitet haben, auch eine gute Möglichkeit. Mhm. Also man kann es nur jedem empfehlen, sich damit zu beschäftigen, seine eigenen Ideen zu verwirklichen. Und ich denke, hier in Deutschland haben wir auch sehr gute Bedingungen und die richtige Unterstützung, sei es jetzt bei der Finanzierung, bei Fördermitteln oder auch von der wirtschaftlichen Seite her, um eben erfolgreich ein Startup zu gründen und
weiter voranzubringen. Können Sie noch kurz Ihre Website sagen? Wie findet man Sie? Uns findet man bei startup.de, bei wie Bayern, B-A-Y, startup.de. Da stehen alle Infos zu dem, was wir machen, Businessplanwettbewerb, Finanzierung, andere Themen. Und wie gesagt, sehr gerne auf uns zukommen, wenn Bedarf besteht, wie gesagt, ab der ersten Idee oder dann eben auch schon, wenn man einen Schritt weiter ist. Genau. Ihr Einzugsgebiet ist der Raum Franken. Und wenn ich eher so Richtung München bin, mache ich beim Businessplan-Wettbewerb Südbayern mit? Oder wie ist da die Aufteilung? Also wir decken ja mit bei Startup ganz Bayern ab. Mhm. Ich persönlich bin hier für den nordbayerischen Raum zuständig. Im Süden wäre es dann der Münchner Businessplan-Wettbewerb, der jetzt aktuell auch wieder läuft. Das heißt, ganz egal, ob man jetzt aus dem Süden kommt oder aus dem Norden, wir haben überall Unterstützung und man kann natürlich auch aus Südbayern beim Businessplan-Wettbewerb mitmachen. Und wenn ich jetzt aus Berlin bin, gibt es dann wieder andere Businessplan-Wettbewerbe? Sind die auch irgendwo gebündelt? Ja, also in Berlin gibt es sicherlich auch einen eigenen Businessplan-Wettbewerb. Gibt auch andere in Deutschland. Hier in Bayern sind wir eben der Hauptausrichter und machen das schon seit über 20 Jahren. Das heißt, wer hier in Bayern einen Businessplan schreibt, gerne auf uns zukommen. Wir sind ja auch durchs Wirtschaftsministerium gefördert. Das heißt, unsere Leistungen sind für die Gründer kostenfrei. Das heißt, es spricht eigentlich nichts dagegen, zu uns mal ins Büro zu kommen oder unsere Unterstützung zu nutzen. Und sich einfach mal zu informieren. Genau, einfach mal informieren. Könnte das spannend sein? Ja. Mitgründer finden, seine Idee mal ausprobieren oder dann später auch eine Finanzierung finden. Also wir versuchen da wirklich vielen Menschen hier in Bayern Mehrwert zu bieten. Okay. Ja, danke für die Infos. Vielen Dank. Und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön.